Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio aktuell mit Ilona Pfeffer. Wie ist aktuell die Lage in Süd- und Lateinamerika? Wie haben sich dort Wirtschaft und Politik seit der Corona-Pandemie entwickelt? Und wie ist der Einfluss der Großmächte USA und China auf Latein- und Südamerika und deren Länder momentan ausgerichtet? Zu all diesen Fragen hat das MEZ Berlin vor wenigen Tagen die renommierte Lateinamerika-Expertin, Historikerin und Politikanalytikerin Professor Dr. Rainer Zimmering eingeladen. Frau Zimmering hielt dort einen Vortrag zum Thema China ante portas in Lateinamerika, verlieren die USA ihren Hinterhof? Sie war schon häufig aus akademischen und beruflichen Gründen, unter anderem für Forschungszwecke auf Kuba, in Argentinien, in Mexiko, Peru, Chile oder auch in Kolumbien, um nur einige ihrer zahlreichen Stationen zu nennen. Sie hat unter anderem an der Humboldt-Universität, der Freien Universität Berlin, der Universität Potsdam sowie an der weltberühmten Universität Harvard und der Johns Hopkins University in den USA gearbeitet. Frau Zimmering ist unter anderem Mitglied der Internationalen Zivilen Kommission zur Beobachtung der Menschenrechte in Mexiko und hielt sich mit dieser Organisation mehrmals in indigenen Gemeinden und Konfliktgebieten Mexikos auf. Außerdem ist sie Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lateinamerika-Forscher, Vorstandsmitglied der Neuen Gesellschaft für Psychologie im Lateinamerika-Forum Berlin sowie der International Society of Cultural History und der International Federation of Public History aktiv. Institutionell ist sie angebunden an das politische Weltpolitikjournal Welttrends in Potsdam und an die Universidad Nacional de Colombia in Bogotá, also der Nationaluniversität Kolumbiens. Die Veranstaltung im MEZ hatte zu ihrem Vortrag im Vorfeld mitgeteilt, kann Lateinamerika angesichts der globalen Machtverschiebungen seine traditionelle Rolle als Hinterhof der USA überwinden? Wird es künftig Spielball zwischen sich bekämpfenden Polen sein oder wird Lateinamerika innerhalb einer Multipolarität als eigenes Zentrum Anerkennung finden? Welche Bedeutung können die immer fester werdenden Beziehungen der lateinamerikanischen Länder zu China und Russland spielen? Auch wie unterscheiden sich Investitions- und Militärstrategien von USA und China in Südamerika voneinander? Und wie ist die Rolle der BRICS mit Blick auf BRICS-Mitglied Brasilien einzuschätzen? All diese Fragen nahm Professorin Zimmering dort in den Blick. Wie mein Kollege Alexander Boos beobachten konnte, er war für Megaradio aktuell vor Ort und hat uns den Vortrag mitgebracht. Also, American Decline. Der Einflussverlust der USA in Lateinamerika in den 1990er Jahren hing damit zusammen, dass sich die USA stärker auf andere Regionen konzentrierten, in Osteuropa, im Nahen Osten und Asien, dass linke Regierungen an die Macht gekommen sind, die natürlich Unabhängigkeit von den USA haben wollten, dass auch ein wirtschaftlicher Niedergang infolge des Neoliberalismus in Lateinamerika stattgefunden hat. 2014 bis 2019 gab es einen Wachstumsverlust von 70%, also das ist ja Wahnsinn. Und danach kam erst Corona und Lateinamerika ist ja von Corona besonders betroffen gewesen. Das heißt, die Wirtschaft ging nochmal weiter zurück. Ja, in dieser Phase dann ist China in Lateinamerika aktiv geworden. Da das eine Reaktion von Obama war, dass er die Monroe-Doktrin abgeschwächt hat. Also ich sage jetzt abgeschwächt, obwohl er offiziell abgeschworen hat von der Monroe-Doktrin. Er hat gesagt, also wir brauchen die nicht mehr zu intervenieren in Lateinamerika. Dann ist Trump, als Trump an die Regierung kam, der ist wieder zurückgegangen zur Monroe-Doktrin, weil er gesehen hat, also dass dieser Einfluss von China und ich will jetzt auch sagen Russland, das werde ich später noch bekunden, warum, nicht zurückgegangen ist. Also sie waren inzwischen derart etabliert in der Region, dass also das auch keinen Sinn machte, wieder zu der Monroe-Doktrin zurückzukehren. Er hat das offiziell erklärt, dass das eine gute Doktrin ist. Das hat er auch noch vor der UNO gesagt. Und Biden
Also Biden setzt im Grunde genommen diese Monroe-Doktrin fort, ohne sich öffentlich dazu geäußert zu haben. Also er hat sie weder dieser Doktrin abgeschworen, noch hat er gesagt, dass das eine gute Doktrin ist, so wie Trump, sondern er spricht gar nicht darüber. Aber es findet inzwischen eine Militarisierung der Lateinamerika-Politik der USA statt, was wir später noch sehen werden. So, das hatten wir schon, das überspringe ich. So, Lateinamerika und China. Ne? Also China ist inzwischen in Gesamt-Lateinamerika der zweitgrößte Investor, der zweitgrößte Handelspartner und Gläubiger. Durch die neue Seidenstraße, das ist ein 900 Milliarden Dollar Projekt und inzwischen sind 21 lateinamerikanische Länder integriert. Dann gibt es das CELAC-China-Forum. CELAC ist eine Organisation, also die Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, die erst 2011 gegründet wurde. Und zwar soll sie ein Gegenprojekt zur OAS, also zur Organisation amerikanischer Staaten sein. Und China hat ein Forum gegründet zusammen mit der CELAC. Auch darauf gehe ich dann später noch ein. Wirtschaftshilfe fand statt und Freihandelsabkommen, Hilfskredite. Dann China hat nach Lateinamerika Impfstoff gegen Corona geliefert. Die haben also, wie gesagt, sie waren sehr stark betroffen von Corona, am meisten in der Welt, diese Region, prozentual. Ne? Die meisten Toten prozentual gab es in Lateinamerika und sie hatten keinen Impfstoff. Also dort lagen die Toten auf der Straße, ganz furchtbar. Und China hat ausgeholfen, Russland später auch, also ich habe hier Sinovac genannt, einige Staatschefs sind mit Sinovac geimpft und also ja, das war eine unheimliche Hilfe für die Lateinamerikaner. Ja, es gab eine, was große Hoffnungen hervorruft, sind parallele Währungen, um die Dollarabhängigkeit zu reduzieren und eine große Hoffnung sind die sogenannten Fertigungsketten. Darauf komme ich auch noch zu sprechen, also Produktion, die angesiedelt wird in China. Entschuldigung, in Lateinamerika durch China. Die lateinamerikanischen Interessen sind, also dass China ein sehr wichtiger Partner in der Diversifizierungsbemühungen der lateinamerikanischen Staaten sind, dass sie ihre Autonomie gegenüber den USA stärken können. Und Wirtschaftshilfen erhoffen sie sich, Dollarunabhängigkeit, keine politische und militärische Einmischung, Industrialisierungschancen und eben auch die geografische Entfernung ist manchmal ein Vorteil und nicht nur ein Nachteil, um sich mehr Autonomie zu bewahren. Chinesische Interessen bestehen vor allen Dingen darum, dass sie ihren Rohstoffbedarf decken wollen und natürlich auch extra Profite erwirtschaften können auf dem Kontinent, also ihren wirtschaftlichen Einfluss erhöhen können. Und sie haben keine Regime-Change-Absichten in Lateinamerika. Also sie wollen nicht vorschreiben, demokratische oder autoritäre Systeme oder so. Das ist ein wichtiger Faktor. Und keine militärischen Stützpunkte, Militärstützpunkte. Gemeinsame Interessen ergeben sich daraus aus der Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen. Das wollen also sowohl die Latinos als auch China. Sie wollen beide Seiten eine Multipolarität in den internationalen Beziehungen und keine Blockkonfrontation. Also keine Blockkonfrontation und keinen neuen Kalten Krieg. So, jetzt etwas zur Geschichte. Also 2012 ist Xi Jinping gewählt worden als Generalsekretär und hat die Belt and Road Initiative angeschoben. Die ist also noch nicht so alt. Eine Entwicklungsstrategie aufgestellt, dass bis 2035 China ein bescheiden entwickeltes Land sein soll und bis 2050
ein entwickeltes Land. Also die Begrifflichkeit erscheint manchmal ein bisschen fremd, aber das kommt eben daher, dass es Übersetzungen sind aus dem Chinesischen und die doch auch eine andere Begrifflichkeit haben. Ne? Und ja, China hat dann von dieser Zeit an, seit Xi Jinping an der Macht ist, sozusagen seine globalen Aktivitäten gestärkt. Und wichtig ist die außenpolitische Doktrin. Ja, wenn man das jetzt mit der Monroe-Doktrin vergleicht, ja, mit den USA, wo das Recht auf Intervention vorhanden ist, die Verschränkung von wirtschaftlicher Globalisierung und internationaler Demokratie, also das ist jetzt direkt aus den Dokumenten der Regierung, der chinesischen Regierung. Win-Win-Kooperation, also auch eine Begrifflichkeit, die sehr wirtschaftlich ist, als Grundprinzip der chinesischen Außenpolitik. Ablehnung einer Werteorientierung, also das hatte auch der chinesische Kollege in Potsdam betont. Also wir lehnen Wertepolitik ab, was mich erstmal so ein bisschen schockiert hat, weil ich mir immer gesagt habe, es kommt ja darauf an, welche Werte. Ne? Aber ja, das ist jetzt der Gegenpart zu der westlichen Wertepolitik. Und sie sagen nein, keine ideologischen Ziele, sondern Prinzipien. Wir wollen nur nach Prinzipien. Und das ist wieder hier so diese Begrifflichkeit, Aufrichtigkeit, konkrete Ergebnisse, Affinität, Treu und Glauben, Vermeidung von Konflikten und Konfrontationen. Das sind also ist quasi das, was die außenpolitische Doktrin Chinas ausmacht. Hier ist ein bisschen vollgeschriebene Folie. Also wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Lateinamerika und der Karibik. Wichtig ist, dass wir hier sehen, dass der Handel von 2002 von 18 Milliarden auf 450 Milliarden US-Dollar 2021 angestiegen ist. Also ein steiler Anstieg, während er mit den USA stagnierte. Die sind zwar immer noch erste Handelspartner von Gesamt-Lateinamerika, aber es gibt schon drei Länder, die wichtig sind, ja, also vor allen Dingen Brasilien, Chile und Peru, die wo die ersten Handelspartner sind. Ne? Also wo China der wichtigste Handelspartner ist. Und besonders Brasilien. In Brasilien ist eben der Handel seit 2004 um das 21-fache gestiegen. Das ist enorm. Ne? Und es ist ja das wichtigste Land in Lateinamerika. Und sie befinden sich sie haben Handelsüberschuss. Ja, bei den Krediten, da war das Jahr 2017 zum Beispiel das Jahr, wo die Kredite am steilsten angestiegen sind. 2010 waren es schon 54,5 Milliarden, aber das alleine sagt ja noch nichts. Und seit 2020 sind die Kredite wieder rückläufig. Aber das hängt auch damit zusammen, dass staatliche Banken nicht mehr die Kredite so stark geben, sondern das sind vor allen Dingen private Banken, die jetzt Kredite geben. Und Brasilien hat wieder neue Kredite, gerade in einer erheblichen Höhe, erhalten nach dem Besuch von Lula in Peking. Wichtig dabei sind die Rettungskredite. Das ist eben etwas, was in dieser Art und Weise die westlichen Staaten nicht geben. Ja? Das sind günstige, langfristige und Niedrigzinsverträge, die mit lateinamerikanischen Ländern geschlossen wurden, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Ja? Also zum Beispiel Argentinien hat 10 solcher Verträge mit China abgeschlossen. Und eine ganze Reihe anderer Länder, zuletzt jetzt Uruguay, haben auch solche Rettungskredite bekommen. Und interessant ist, dass diese Kredite so ein Garantiesystem haben, wenn man nicht zurückzahlen kann. Und zwar so eine Art Versicherung, die müssen sie gleich bezahlen, wenn sie die Kredite aufnehmen. Auf dieses Geld können sie erstmal nicht zugreifen. Und wenn sie die Kredite nicht zurückzahlen können, weil ja Lateinamerika sich permanent in einer Wirtschaftskrise befindet,
wenn sie die nicht zurückzahlen können, wird in diesen Topf gegriffen und sie können dann die Kredite zurückzahlen. Da steht eigentlich dieser Ansicht entgegen, dass man immer sagt, ja, also das sind Knebelverträge und Kredite und riesiger Anstieg von Schulden und dadurch steigt die Abhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten von China. Natürlich gibt es eine gewisse Abhängigkeit, aber wir werden dann auch noch sehen, also es ist doch anders als zum Beispiel bei Argentinien mit dem IWF. Also diese Belt and Road Bailouts, die sind sehr wichtig in diesem. Ich sag mal jetzt kurz wieder, das ist praktisch so eine Versicherung, wo sie ja einzahlen. Ja, ja. Und wenn er nicht kann, dann zahlt die Versicherung sozusagen. Ja, ja, wenn sie nicht zurückzahlen können, können sie darauf zurück. Da muss ja ein objektiver Maßstab sein. Wie bitte? Ja, genau. Also da müssen natürlich, also so genau kenne ich mich jetzt da auch nicht aus. Ne? Na gut, aber wenn Sachfragen kommen, kann gerne. Ja, Investitionen, Hauptinvestoren sind natürlich immer noch die USA und Europa, aber die Investitionen sind so steil angestiegen und dann kommt es noch darauf an, auf welchen Gebieten die Investitionen vonstatten gehen in China und von den Chinesen aus, und zwar in strategisch wichtige Bereiche und in Infrastruktur. Zum Beispiel die USA machen das ja so, dass sie investieren und sagen, die Infrastruktur, die müsst ihr selber schaffen. Ne? Und dann muss der Staat investieren und die Infrastruktur, die Straßen bauen zu irgendwelchen Fabriken, was ja unheimlich teuer ist. Ne? Und hier werden die Straßen von den Chinesen gebaut und vor allen Dingen auch innerhalb der Belt and Road Initiative. Ne? So, hier habe ich meine Karte zur Belt and Road Initiative in Lateinamerika und der Karibik. Also hier sieht man, also was blau ist, das sind die Länder, die feste Verträge innerhalb dieser Initiative haben. Und man sieht, das ist grün-rot gestrichelte in Lateinamerika, also bei Brasilien zum Beispiel und Mexiko. Die haben jetzt noch keine festen Verträge, sondern gesagt, sie überlegen sich, sie möchten gerne, sie haben den Wunsch, in die Belt and Road Initiative einzutreten, aber sie überlegen das noch. Ne? Und hier haben wir eben genau das, was diese Initiative ausmacht. Es ist ein Wirtschaftskorridor, der sich über die ganze Welt verbreitet. Ne? Man sieht also, Asien ist schon blau, fast ganz Afrika und der Nahe Osten. Und Osteuropa, ne? Also diese Belt and Road Initiative, die hat sich quasi dieser Entwicklungskorridor und Infrastrukturkorridor über die ganze Welt verbreitet, außer natürlich die Hauptgegner, die sind dann grau zu sehen und Indien auch nicht, obwohl es eben zum globalen Süden dazu zählt, aber Indien und China, die haben also keine sehr guten Beziehungen miteinander. Also das sind Konkurrenten. Sie kooperieren zwar auch miteinander, aber da gibt es sehr viel Streit. Es werden also Fertigungsketten gefördert durch diese Initiative. Das heißt, wenn investiert wird in Rohstoffe, also Förderung von Rohstoffen, zum Beispiel Lithium, in Mexiko, ne? Dann wird daneben auch gleich eine Fabrik gebaut für Elektrofahrzeuge, wo das Lithium dann verarbeitet wird. Ne? Oder in Argentinien, da fördern die Chinesen eben auch Lithium, das gehört ja zum Lithium-Dreieck, also wo 60% aller Lithiumproduktion in der Welt herkommt, aus Argentinien, Chile und Bolivien. Und dort werden eben Fertigketten errichtet, das heißt Ketten, weil also die Produktion dann auch verarbeitet wird, also die Rohstoffe werden verarbeitet, die Produktion wird gefördert von China, diese Fabriken werden gefördert und es gibt dann Kredite und der Handel. Und im Handel ist es ja so, dass die Fertigprodukte viel teurer sind als nur Rohstoffe, also profitieren diese Länder auch davon. Man muss natürlich sagen, die Arbeitskräfte kriegen auch, da gibt es Untersuchungen in Peru zum Beispiel,
Die Arbeitskräfte kriegen auch geringe Löhne. Und eine Zeit lang war es so, dass auch Gewerkschaften nicht sehr gerne gesehen wurden. Inzwischen hat sich das wohl geändert. Und dass die Techniker vor allen Dingen Chinesen waren. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren verändert. Dann Freihandelsverträge und Entwicklungshilfen. Innerhalb dieser Belt and Road-Initiative, Entwicklungshilfen heißt, Gelder werden gespendet, ohne dass sie zurückgezahlt werden müssen. Zum Beispiel in der großen Krise in Kuba und in Venezuela wurde Hilfe geleistet von China. Also sie haben Nahrungsmittel und vor allen Dingen auch medizinische Geräte und Medizinprodukte geliefert, ohne dass diese zurückgezahlt werden müssen. Manche müssen zurückgezahlt werden, aber nicht alle. Die politischen Beziehungen zwischen Lateinamerika und China waren das Vorfeld überhaupt, dass dieser wirtschaftliche Einfluss entstanden ist und haben sich auch mit den wirtschaftlichen Beziehungen entwickelt. Ich habe das mal hier in verschiedene Phasen eingeteilt, das kann man sich dann auch später angucken. Also angefangen hat alles zum großen Teil mit 2004, dem Besuch Präsident Lulas in China. Und dann kamen einige große Staatsbesuche, auch mit Venezuela. Dann kam die Phase der Institutionalisierung, wo dieses CELAC-China-Forum ab 2015 installiert wurde. Dann die Erweiterung der strategischen Partnerschaften von Kuba und Venezuela auf Mexiko und Brasilien. Dann in der dritten Phase eine Vertiefung der wirtschaftlichen politischen Zusammenarbeit durch Fertigketten und direkte strategische Investitionen über die neue Seidenstraße. Und die vierte Phase dann die Vertiefung der Institutionalisierung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ein abgestimmtes Auftreten auch in außenpolitischen Fragen in der UNO, im Ukraine-Krieg, bei den BRICS und G20 und G77, also den sogenannten Entwicklungsländern, nicht parkgebundenen Ländern und China. Ich habe hier ein Zitat vom Präsident von Costa Rica, der 2015 gesagt hat, die Seidenstraße des 21. Jahrhunderts ist ein Segen für die lateinamerikanischen und karibischen Länder. Hier sind einige Bilder, also von Brasilien, Brasilien und China, ne, was also diese, wo der erste Handelspartner China ist. Und wir sehen, also das sehr weit zurückreicht schon von 2004 über. Und hier sehen wir auch Xi Jinping mit Bolsonaro zusammen am Rande eines Gipfels. Also die haben auch miteinander gesprochen, obwohl Bolsonaro relativ skeptisch war mit den Beziehungen zu China und die auch kappen wollte und eine Zeit lang auch alle Spezialisten aus Brasilien nach Hause geschickt hat, nach China, was ziemlich negativ ausgegangen ist für die brasilianische Wirtschaft. Aber dann hat er sie wieder zurückgeholt, also offensichtlich war er ziemlich drauf angewiesen. So, die China-Reise von Lula war also bombastisch, muss man wirklich sagen. Also die war in diesem Jahr, im April. Er war 3 Tage dort, er wollte an und für sich 5 Tage bleiben, war aber dann nur 3 Tage dort. Und wenn man sich überlegt, dass er kurz vorher in den USA bei Biden gewesen ist, also dort hat er 2 übernachtet, aber da waren nicht mal 2 Tage. Und mit einem sehr geringen Aufgebot in den USA. Und hier sieht man, also mit 7 Ministern ist er dort angereist, ne? Und Gouverneuren und vor allen Dingen dem Senatsvorsitzenden, der einen großen Einfluss hat in Brasilien und sehr vielen Geschäftsleuten. Also daran kann man sehen, wohin die Reise gehen sollte. Es wurden 15 Abkommen getroffen, besonders im Agrar- und Ernährungssektor, aber auch in der Wissenschaft, Technologie, Bildung und Kultur. Ein gemeinsamer Satellit zur Überwachung der Entwaldung im Amazonasgebiet, was dann ein Riesenstreitpunkt wurde mit den USA und im Senat der USA angesprochen wurde und man sonst was befürchtet, ausspionieren durch China über diesen Satelliten.
in der eigenen Hemisphäre, dann Eisenbahnstrecken, Häfen, Kommunikation. Ne? Also Huawei, da gibt es auch noch das Bild, wo Lula die Huawei-Fabrik besichtigt hat und durch so ein, wie nennt man das, also so ein Gerät guckt. Ja. Und hier haben wir auch noch ein Bild, wo die bekannte Umweltministerin von Brasilien Xi Jinping die Hand gibt, weil Umwelt also eine große Rolle bei diesem Besuch gespielt hat, besonders der Schutz des Amazonasgebietes. Ne? Also eine Umweltinitiative innerhalb eines Kommunikationsmechanismus entwickelt wurde, der schon lange besteht, seit 2004. Und da wurde eigens eine Umweltinitiative in diesem Zusammenhang entwickelt. Und was sehr wichtig ist, ein Abkommen über die direkte Verrechnung des Handels in brasilianischen Real und in chinesischen Yuan. Also nationale Währungen. Und dann gibt es ja auch noch eine Handelswährung über das BRICS. Das ist sehr, sehr wichtig für die Lateinamerikaner, die eben vom Dollar äußerst abhängig sind. Ja, also im IWF, da haben die USA das größte Sagen, die größten Stimmrechte. China hat zwar seine Stimmrechte dort erhöht, aber immer noch haben die USA dort das Sagen. Und sie haben also auch wirklich Argentinien unter Druck gesetzt, das erzähle ich dann später noch. Also Xi Jinping sagte, die Beziehungen zu Brasilien sind wichtig für Frieden, Stabilität, Wohlstand sowie regionale und globale Entwicklung. Für den gemeinsamen Bau der neuen Seidenstraße und die Reindustrialisierung Brasiliens. Weil Bolsonaro hat ja wirklich dazu beigetragen, zu einer Deindustrialisierung. Und China will nun dabei helfen, wieder zu reindustrialisieren. Und mit diesen Fertigketten tut es das ja auch. Auch die Beziehungen zu Argentinien sind ziemlich eng zwischen China und Argentinien, also besonders eng. Ja. Und hier habe ich zwei Besuche, Staatsbesuche aufgezeigt, also Xi Jinping mit Cristina Kirchner in Argentinien 2014. Da hat sie extra ein Seidenkleid getragen, ja, aus chinesischer Seide. Und dann später mit Fernandes. Fernandes ist nach China gefahren, kurz bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Ja, und China hat auch zugesichert, Argentinien Unterstützung in der Malvinen-Frage, also Falkland. Ne? Falklandkrieg ist ja vielleicht allen noch. Und sehr viel, einen sehr hohen Hilfskredit. Das China-SELAC-Forum will ich nochmal nennen. Also es gibt jetzt noch viele Beispiele. Ja, mit Chile könnte ich Beispiele nennen und so. Aber ich habe jetzt nur Argentinien und Brasilien genannt. Und dieses China-SELAC-Forum ist eben sehr, sehr wichtig. Das ist eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, die wirklich eine sehr solide institutionelle Basis hat, eben Planwirtschaft. Ne? Also Planwirtschaft und Lateinamerika, das ist natürlich ein gewisser Widerspruch, aber das funktioniert sehr gut. Ja? Institutionelle Betriebsregeln wurden aufgestellt, als das eben installiert wurde, 2015, das Gründungstreffen, dann ein gemeinsame Aktionspläne, da gab es Pläne 2015 bis 2019 und 2019 bis 2025. Ja, also immer diese Zeitabschnitte und 13 Punkte der Zusammenarbeit. Es finden jährliche Ministertreffen statt, auch in der Corona-Pandemie haben immer Treffen stattgefunden, durchgehend, ja. Und Kommission, also nicht direkte Treffen, sondern eben über Videokonferenzen. Ja, das ist das eine. Da habe ich das eine Bild da. So, die westliche Darstellung der Kooperation
Lateinamerikas mit China, ist ja folgendermaßen, da werden wir ja täglich konfrontiert damit, dass die China-Beziehungen eine große Gefahr darstellen. Oder vor allen Dingen Gefahren. Also ich habe heute erst so was gelesen, dass ein großes Treffen stattfindet in Miami an der Universität über die Beziehung Chinas zu Afrika und Lateinamerika und wie gefährlich das für diese Länder ist. Also es würde eine neue Abhängigkeit Lateinamerikas von China entstehen. Da werden vor allen Dingen die Schulden genannt, dass sie in eine Schuldenfalle geraten. Hohe Strafen, wenn man keine Schulden bezahlen würde. Also ich habe ja gerade eben über diese Bylaws geredet von der Belt and Road Initiative. Das ist ja das Übliche, dass sie natürlich sind die Kredite etwas höher als die vom IWF, also weil in diese Versicherung gezahlt werden muss. Aber sie haben viele lateinamerikanische Länder gerettet in dieser schwierigen Situation, in der sie waren. Ja, dann die Ausbeutung lateinamerikanischer Staaten durch China, die Plünderung der Ressourcen. Also wenn das die USA sagen, also das ist mehr als lächerlich, muss ich sagen. Wir sagen nicht Plünderung bei den USA. Ja. Wie bitte? Wir sagen nicht Plünderung bei der USA. Nee, genau. Genau. Vernachlässigung und Schädigung der Umwelt durch Extraktivismus. Ja, aber Extraktivismus betreiben also alle Globalmächte in Lateinamerika, im globalen Süden. Und das ist ja auch wirklich zu kritisieren, Extraktivismus. Es kommt aber eben darauf an, in welchem Zusammenhang. Ne? Aber das ist schon ein Problem, das muss man sagen. Also die Bodenschätze ausgebeutet werden im großen Maßstab, dass die einheimische Bevölkerung vertrieben wird und die Umwelt geschädigt wird. Das ist wirklich ein Problem und China hängt diesen Entwicklungsmythos auch an und viele lateinamerikanische Staaten. Also nicht so im Klein-Klein, also das, was ich auch bei den Zapatisten kennengelernt habe, ne? Dass man eben mit der Umwelt in Vereinbarung lebt, die Mutter Erde verehrt und beachtet. Ja, das mit diesen riesen Entwicklungsprojekten ist es nicht gegeben. Und da knüpfen natürlich dann die Länder an, aber sie machen genau nichts anderes und haben die ganzen Jahre nichts anderes gemacht, das muss man dazu sagen. Ja, und niedrige Bezahlung der Arbeitskräfte findet natürlich auch, das stimmt, nicht statt, findet statt. Das sind Kritikpunkte. Ne? Dann sagen sie, dass also die lateinamerikanischen Länder für den Taiwan-Konflikt und im Ukraine-Krieg instrumentalisiert werden durch China, unter Druck gesetzt werden. Für die Lateinamerikaner, die haben eine ganz andere Sicht darauf, ne? Also sie sehen vor allen Dingen die Win-Win-Situation und haben das auch öfter geäußert, lateinamerikanische Regierungen, dass es eine Win-Win-Situation ist, also Lula an erster Stelle. Und für sie ist China ein Gegenpol gegen die USA, gegen die Abhängigkeit von den USA, ist ein Wachstumsmotor und verhindert es die Dollarabhängigkeit. Errichtung von Fertigketten ist also sehr wichtig für diese Länder. Und interessant ist, dass auch die lateinamerikanischen Staaten oft ein ziemlich hohes Vertrauen haben in China, weil eben vieles über staatliche Kanäle geht. Ja, also sie vertrauen in Lateinamerika sehr dieser staatlichen Planung und Koordination. Da haben sie mehr Vertrauen als in private Investitionen zum Beispiel, weil sie ja ihre Erfahrung gemacht haben mit dem Neoliberalismus. Außerdem übt China keinen militärischen Druck aus, ne, das kommt auch durch die geografische Entfernung natürlich, aber sie haben keine Militärstützpunkte in Lateinamerika und führen auch keine gemeinsamen Übungen durch, keine politische Einmischung. Ja, sie sagen, also sie
Handel, sie interessiert das nicht, welche politische Richtung ein Land einnimmt. Sie verhandeln mit jedem Land. Ich sage kurz noch was zu Russland, obwohl jetzt die Zeit schon fortgeschritten ist. Ne? Oh. Ja, also die Beziehungen basieren natürlich auf der Sowjetunion. Da gab es ja relativ enge Beziehungen zu Lateinamerika. Also da wurde vor allem nationale Befreiungsbewegungen, linke Parteien und die strategischen Partner Kuba und Nicaragua unterstützt. Und man sollte nicht unterschätzen den sogenannten Memory-Effekt. Also dasselbe habe ich gemerkt, wenn ich in Lateinamerika war und erzählt habe, ich komme aus der DDR, da standen mir wirklich alle Türen offen. Also bei den Kollegen, bei Wissenschaftlern, bei staatlichen Stellen, also das war immer ein Bonus, ne? Wenn ich das erzählt habe, ich komme aus der DDR. Ne? Oder wo kommen Sie her? Aus Berlin, aus welchem Teil? Also das ist ganz anders als in anderen Ländern des globalen Süden. Da ist das oft ein großes Unwissen da. In Lateinamerika natürlich auch auf dem Lande. Da weiß keiner von der deutschen Teilung. Ja, also die wissen nicht mal, dass in Deutschland Deutsch gesprochen wird oft. Ja. Da wurde ich gefragt, ob wir Spanisch sprechen. Also das ist eben sehr unterschiedlich. Ne? Und so ist das eben auch. Es gibt einen Bonus gegenüber Russland, das habe ich also auch gemerkt, weil sie positive Erfahrungen mit der Sowjetunion gemacht haben. Aber Lateinamerika wurde für Russland erstmal bedeutungslos, natürlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also mit der außenpolitischen Neukonstituierung Russlands um die 2000er Jahre gewann Lateinamerika langsam wieder an Bedeutung und besonders nach 2014, da wurde Lateinamerika auch ökonomische und politische Reserve für Russland. Also Putin war zweimal in Lateinamerika seit 2014 und Lavrov mehrmals, ne? Also erst jetzt dieses Jahr. Strategische Partner sind Kuba, Nicaragua und Venezuela und sie intensivieren ihren Außenhandel und auch die militärischen Beziehungen zu Lateinamerika. Außenhandelsmäßig ist Russland ziemlich wichtig für Lateinamerika, ja, wenn man sich überlegt, dass also Russland 85% aus Russland 85% der Düngemittel von Brasilien aus Russland kommen, dann kann man sich vorstellen, wie wichtig das ist. Ja? Und auch Exporte, also die von volkswirtschaftlicher Relevanz sind, ja, finden statt mit Russland. Dieser Handel ist zum großen Teil erstmal eingebrochen nach den Sanktionen und da sich auch Versicherungen verteuert haben, ne, oder Transportwege unterbrochen wurden durch den Krieg in der Ukraine. Aber das wurde wieder aufgenommen dann über andere Routen. Ja, das Interesse der Lateinamerikaner ist ähnlich wie mit China, ne, mit Russland. Hier haben wir ein Bild zwischen Putin und Fernandes. Der hat eben dann auf der gleichen Reise wie nach China auch Russland besucht. Und was er da gesagt hat, ist auch sehr wichtig. Wir wollen sehen, wie Argentinien zu einem Tor nach Lateinamerika werden kann, damit Russland auf entschiedenere Weise in Lateinamerika Fuß fassen kann. Ne? So was hat er dort geäußert. Ja, und hier mit Bolsonaro, auch kurz bevor der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat sich Putin mit Bolsonaro, der ist nach Russland geflogen und hat dort wichtige Verträge, Wirtschaftsverträge abgeschlossen. Mit Venezuela und sind die Beziehungen also besonders wichtig, ja, von strategischer Bedeutung, strategischer Partner. Da findet eine ständige Agenda des Austausches statt. Und mit Kuba ist das ähnlich. Ne? So. Während des Ukraine-Krieges gab es also relativ auch enge Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen und politische Beziehungen zwischen Lateinamerika und Russland. Also
Lateinamerika hat eine sehr andere Haltung als die westlichen Staaten zum Ukraine-Krieg. Sie sind völlig gegen Waffenlieferungen. Und zwar bekommen sie keine Waffen für die Ukraine aus Lateinamerika. Und zwar gibt es ja eine ganze Menge sowjetischer Waffen. Das spielte ja am Anfang des Ukraine-Krieges eine ziemlich große Rolle. Da war man ja auf der Suche nach sowjetischen Waffen. Und die waren in Lateinamerika vorhanden. Die haben sich geweigert, dann haben die nicht geliefert. Und dann eben auch andere Waffen. Und man hat Lateinamerika angeboten, wenn ihr die Waffen liefert, dann bekommt ihr hochmoderne neue Waffen aus den USA. Und trotzdem sind sie nicht drauf eingegangen. Kein einziges Land ist für Sanktionen, nicht ein Land, egal ob rechts oder links oder Mitte. Sie sind für Friedensverhandlungen und zwar alle gleich für einen sofortigen Waffenstillstand. Und danach sollen zwischen den Kriegsparteien Verhandlungen stattfinden, zusammen mit anderen Mächten. Es gibt verschiedene Friedenspläne. Der erste wurde schon 22 von Argentinien aufgestellt, hier in Europa verkündet. Und Europa sollte eine ziemlich große Rolle spielen. Fernandes hat es gesagt vom Europarat. Dann Mexiko, also López Obrador, der Präsident von Mexiko, hat einen Friedensvorschlag gemacht, den er vor der UNO vorgestellt hat. Und den weitreichendsten hat Lula gemacht zu Argentinien, der einen Friedensclub gründen wollte. Auf der Militärmesse in Moskau hat Putin verkündet, im August 2022, dass es eine historisch solide, freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu den Ländern Lateinamerikas, Asiens und Afrikas gibt. Ja. Also es wurden auch neue Projekte mit neuen konventionellen Waffen und militärischem Material mit den lateinamerikanischen Staaten und zwar nicht nur mit den strategischen Partnern geschlossen. Lavrov war im August in Lateinamerika. Die gemeinsamen Ziele sind ähnlich wie mit China eine multipolare Welt, Unabhängigkeit von den USA und ein eigener Entwicklungsweg soll gefördert werden. Lavrov in Lateinamerika, also er besuchte Kuba, Nicaragua, Venezuela und Brasilien, also die strategischen Partner und Brasilien. Und dort waren eben die Themen diplomatische Lösung des Konflikts in der Ukraine und verschiedene Abkommen, eben auch über Gesundheit und Technik und Nahrungsmittelversorgung, Lieferung von Düngemitteln, was eben besonders wichtig ist, heutzutage in dieser landwirtschaftlichen Produktion, industriellen in Brasilien besonders wichtig, ne? Aber auch in Mexiko, die importieren auch sehr viele Düngemittel und Argentinien aus Russland. So. Innerhalb der G20, also der entwickelten, der Schwellenländer und der entwickelten Länder, setzen sich die lateinamerikanischen Länder auseinander mit den Industrieländern. In der G20 sind Argentinien, Brasilien und Mexiko. Seit 2008 ne, besteht die und die 85% des Weltbruttosozialinnenproduktes nimmt diese Gruppe ein, also die ist wichtig. Und dort vertreten die lateinamerikanischen Länder zusammen mit den Ländern des globalen Südens, mit den afrikanischen Ländern, die da drinnen sind, denn die ist jetzt erweitert worden, die Gruppe der 20, und mit China und Russland zusammen, die auch dort sind, aber dort sind auch die USA, ja, vertreten sie zusammen ihre Position zum Ukraine-Krieg und zum Taiwan-Konflikt. Die BRICS, also diese Gruppe, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, also sind eben auch sehr wichtig, das kam vorhin noch, weil sie eben 40% der Weltbevölkerung ausmachen, und sogar eine eigene Währung haben, eine eigene Handelswährung und eine eigene Entwicklungsbank. Präsidentin der Entwicklungsbank ist vor kurzem Dilma Rousseff geworden, also die ehemalige Präsidentin von Brasilien und die auch noch großen Einfluss auf die Politik hat. Hm? Ja. Und
Ja, die haben jetzt verkündet, eine globale Sicherheitsgemeinschaft zu bilden, aber nicht ein Militärblock zu sein, sondern Sicherheit weit gegriffen, wirtschaftlich, politisch und nicht militärisch. Ne? Also sie sind für Multipolarität, gegen eine Blockkonfrontation und gegen eben einen Kalten Krieg. Und erweitert wurde sie neuerdings auf Argentinien. Die Hintergründe für diese Entwicklung ist die veränderte Stellung Lateinamerikas in der Welt. Ne? Also das verschieben sich die Machtzentren in Richtung Osten und Süden. Südosten. Das ist hier mal so. Ja, wie reagieren die USA darauf? Also es wurde von Biden, also vorhin habe ich es schon mal angesprochen, eine neue Lateinamerika-Politik verkündet, neue, also jeder Präsident verkündet eine neue Lateinamerika-Politik. Und das Hauptziel dabei ist natürlich Zurückdrängen des Einflusses Chinas und Russlands in Lateinamerika und der Karibik und Zurückgewinnung der Hegemonie auf dem Kontinent. Also man will wieder Vertrauen gewinnen, aber wichtig ist, dass das gerade nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Haltung der lateinamerikanischen Länder, die anders ist als die der USA und der Europas und Australiens und Japans, dass eine Containment, nenne ich das jetzt, wenn das erlaubt ist, und eine Abschreckungspolitik gegen China und Russland auf dem lateinamerikanischen Kontinent stattfindet. Ja. Es sollen die Ressourcen gesichert werden und Lateinamerika soll als strategische Reserve in die USA-Politik eingegliedert werden, gegen China und gegen Russland. Das Eingangstor dafür sind also Themen wie erneuerbare Energien, Digitalisierung, Umwelt, Migration und Drogenbekämpfung. Und über diese Themen, die ja für alle in Lateinamerika leider sehr wichtig sind und für die USA auch, versuchen sie also einzubinden, die Länder. Aber es wird auch wirtschaftlicher Druck ausgeübt, zum Beispiel auf Argentinien. Ne? Also die USA haben, wie gesagt, im IWF den größten Einfluss und Argentinien ist wahnsinnig hoch verschuldet, also eine Inflationsrate von über 100%, also in einer absoluten Wirtschaftskrise, also die argentinische Krankheit quasi, also dadurch auch sehr labil. Und in den USA hat man Argentinien gesagt, also wenn ihr Kredite Aufschub haben wollt gegenüber dem Internationalen Währungsfonds, müsst ihr bestimmte Verträge mit China kappen. Projekte, über die mit China feste Verträge abgeschlossen wurden und die bereits begonnen wurden, sollten die Argentinier kappen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, ob einiges passiert ist in dieser Richtung. Zum Beispiel gibt es in Argentinien einen Beobachtungssatellit, der sollte abgebaut werden. Und man weiß also genau, dass das ja eigentlich nicht geht, wenn man Verträge abgeschlossen hat und das machen kann. Also riesige Konflikte, riesiges Druckpotenzial aus den USA gegenüber Argentinien. Und auch die Sanktionen und Blockaden gegenüber Kuba, Nicaragua und Venezuela laufen also weiter. Militarisierung der Außenpolitik. Das ist etwas, was erschreckend ist. Und wo ich noch ein bisschen näher drauf eingehen werde. Ein bisschen Zeit. Wie bitte? Nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ja. So. Also das ist eine Art Neuauflage der Monroe-Doktrin. Und die wurde zuerst verkündet im Western Hemisphere Strategic Security Act Februar 22, also mit dem Beginn des Ukraine-Konflikts gegenüber Lateinamerika. Und in diesem Akt wurde festgelegt, dass bestimmte Gelder, Entwicklungsgelder an Lateinamerika gezahlt werden und dass also die Sicherheitsstrategie an oberster Stelle steht in Lateinamerika.
Wie sieht die Militarisierung der Lateinamerika-Politik der USA aus? Also das ist mir nochmal sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Also inzwischen gibt es 76 Militärstützpunkte in Lateinamerika durch die USA. Wenn wir uns erinnern, also China hat nicht einen Militärstützpunkt in den USA, in Lateinamerika. So, das Südkommando unter dem Kommando von Generalin Laura Richardson und das Nordkommando unter General Glenn Van Herk spielen eine immer größere Rolle. Also sie waren x-mal in Lateinamerika und haben vor dem Kongress, vor dem Senat, vor den außenpolitischen und Sicherheitsausschüssen ihre Lateinamerika-Politik dargestellt. Lateinamerika, sagte die Generalin, ist wieder wichtig für die USA, ne, nachdem der American Decline stattgefunden hat. Unsere, sagte sie, Ressourcen auf diesem Kontinent sind bedroht. Und sie sagte, 60% des weltweiten Lithiums lagern in Argentinien, Bolivien und Chile. Und unsere Gegner nehmen diese Länder und ihre Menschen die Ressourcen weg. Ja, also man muss helfen. Feind Nummer 1 deklarierte sich China und als Feind Nummer 2 Russland. China beutet die Ressourcen aus und Russland bedroht die Stabilität Lateinamerikas durch seine strategische Partnerschaft mit Venezuela, Kuba und Nicaragua. Also deswegen die Notwendigkeit einer Abschreckungsstrategie. Sie nennt es selbst so. Ja, sie sagt also, es muss eine Abschreckungsstrategie an erster Stelle stehen und wir wissen, wir müssen unser Spiel beginnen, das sind so von ihr Zitate, wir müssen den Panama-Kanal, die Magellanstraße und die Drake Passage für den Seehandel offen halten, also das kommt einem ja irgendwie bekannt vor, ne? Wir müssen mit unseren Trikots vor Ort sein. Und sie verweist darauf, wie schnell die USA die Ukraine aufgerüstet haben. Das heißt, ja, dass diese Konflikte zwischen den USA, Russland und China sich sehr leicht verlagern können auf Lateinamerika und auf lateinamerikanischen Boden ausgetragen werden können. Also das ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen. Also hier habe ich noch eine Folie, da kann man drüber hinweggehen. Also dass die USA und Europa auch internationale Organisationen einbezogen haben in diese Strategie und dass sie alle irgendwie gleichziehen, sie auch verankern in der NATO, also besonders Brasilien und besonders Kolumbien, was zwei Verträge mit der NATO hat. Hier habe ich so ein Bild entwickelt, wie sich Lateinamerika in der Mitte befindet. Also das ist so eine Art Äquidistanzposition und Active Non-Alignment heißt also aktive Nicht-Paktgebundenheit. Sie wollen also in keinem Militärblock sein, obwohl sie eben assoziiert sind mit der NATO, aber sie sind ja nicht Mitglied der NATO. Und das wurde ja unter konservativen Regierungen noch schnell abgeschlossen, ja, sowohl in Brasilien als auch in Kolumbien. Und dass sie G20 so in der Mitte sind. Ne? Also Lateinamerika erlangte dadurch eine größere Autonomie, will auch als Friedensmacht ein Gewicht erhalten, hat eine große Rolle gespielt beim Kernwaffenverbotsvertrag und will einen eigenen globalen Pool darstellen. Soll ich jetzt noch die... Nein, lass mal. Ja, gut. Dann lassen wir das jetzt. Wir müssen so ein bisschen die Diskussion öffnen und wir können dann noch vertiefend eingehen. Ja, ich danke erstmal. Ja, für die... Es war ein bisschen kompakt, Entschuldigung. Ja, kompakt, aber auch unglaublich informativen Ausführungen. Also mir hat das viel gebracht. Ja, und jetzt würde ich die Diskussion eröffnen, beziehungsweise Fragen sind sicherlich entstanden oder sind aufgekommen.
Soweit für heute unsere Mega-Radio-Reportage zum Vortrag von Professor Dr. Rainer Zimmering, Historikerin und Lateinamerika-Expertin. Der Vortrag hieß China ante portas, in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Mein Kollege Alexander Boos war für Mega Radio aktuell vor Ort und wir setzten diesen Programmpunkt am Montag mit der Fragerunde weiter fort. Ja, und mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden und Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Tschüss, machen Sie es gut. Hier ist Mega Radio aktuell. Willkommen zurück hier zur heutigen zweiten Stunde am Montag mit Alexander Boos. Wenn Sie uns am Freitag gehört haben, können Sie vielleicht schon erahnen, womit es jetzt weitergeht, denn hiermit. Professor Dr. Rainer Zimmering, eine Historikerin mit viel direkter Südamerika-Erfahrung, war am 13. Oktober 2023 im Marx-Engels-Zentrum Berlin, im MEZ Berlin, eingeladen. Dort hielt sie einen Vortrag zum Thema China ante portas, in Lateinamerika verlieren die USA ihren Hinterhof. Jetzt hören wir nach dem ersten Teil dieses Vortrags die anschließende Fragerunde. Fragende aus dem Publikum wollten von ihr mehr wissen zur neuen Seidenstraße Chinas, also dem Belt and Road Projekt, und Näheres zum Einfluss Russlands in Lateinamerika. Eine weitere Frage behandelt aktuelle Kanalprojekte, Wasserstraßen und Häfenzugänge in Panama, Nicaragua und Kuba. Angesprochen auf die Drogenproblematik auf dem Kontinent, zum Beispiel Kolumbien ist ja einer der größten Kokainexporteure der Welt, sagte Professorin Zimmering, die auch schon selbst in vielen Ländern dort in Süd- und Lateinamerika war, unter anderem auch in Kolumbien, Mexiko etc. Sie kennt also die Vorortlage sehr gut. Sie meinte, verdeckt würden viele militärische Interventionen und Operationen in lateinamerikanischen Ländern über US-Drogenfahndungsbehörden wie die DEA abgehalten, also die DEA, die Drug Enforcement Agency der US-Regierung, vor allem in Kolumbien, aber auch unter anderem in Mexiko und Ecuador, wie sie schildert. Die Militarisierung der Drogenbekämpfung habe nichts gebracht, schätzte sie auf der Veranstaltung im MEZ ein. Die Bekämpfung der Drogenproblematik sei in erster Linie ein sozioökonomisches Problem für die gesamte Gesellschaft, meint sie. Ich stellte vor Ort eine Frage für Mega Radio aktuell, und zwar, wie schätzt Professorin Zimmering die aktuelle Situation in Argentinien ein? Dort wurde ja am gestrigen Sonntag gewählt. Diese Wahlen ordnen wir voraussichtlich morgen hier bei uns im Programm näher ein. Also ich habe sie gefragt, was würde ein rechter Präsident Javier Milei, den die Historikerin scharf kritisiert und über den wir auch schon häufig berichtet haben in den letzten Wochen. Also was würde ein rechter Präsident Javier Milei dem Land und der argentinischen Wirtschaft bringen? Professorin Zimmering betonte in ihrer Antwort, viele arme und indigene Schichten in Lateinamerika wählen mittlerweile rechts und damit gegen ihre eigenen Interessen, wie zum Beispiel in Argentinien oder Chile zu beobachten. Speziell in Chile sei die Kluft zwischen Arm und Reich besonders riesig und dramatisch, warnt sie. Weitere Teilnehmer im MEZ Berlin wollten von ihr außerdem wissen, was ist mit den Zapatisten in Mexiko und deren Wahrnehmung durch die europäische und internationale Linke und durch Umweltschutzbewegungen, insbesondere Brasilien unter Präsident Lula, treibe derzeit den Umweltschutz und den Schutz des Amazonas-Regenwaldes stark voran, berichtete Rainer Zimmering. Auch neue Methoden der Energieversorgung seien derzeit in Lateinamerika überall im Entstehen, sagte die Südamerika-Expertin. Und zu guter Letzt noch dies hier, MEZ-Mitbegründer Andreas Wehr, das ist der Herr, den Sie am Anfang und am Ende hören, der wies zum Schluss auf weitere kommende Veranstaltungen hin in seinem Zentrum und bedankte sich ausdrücklich auch für die Vor-Ort-Berichterstattung bei Mega Radio aktuell. Beginnen wir mit die chinesische Ideologie, also China versteht sich ja weiterhin noch wie ein sozialistisches Land oder auf dem Weg zum Sozialismus, so etwas. Also spielt dieses Selbstverständnis Chinas, wird das also in diesen Partnerschaften und so weiter auch zum Ausdruck gebracht? Spielt das eine Rolle und spielt das auch für Südamerika eine Rolle? Oder ist das jetzt für die ganzen, hier diese, wie heißt das, CELAC, ist das da relevant oder ist das da nicht relevant?
Okay, ich sammle, wir haben es uns abgesprochen, wir sammeln ein paar Fragen und dann gibt es die Möglichkeit für Rainer zu antworten. Der Carsten. Ja, erstmal nochmal schönen Dank. Man könnte ja das noch erweitern, China mit dem Projekt in Nicaragua, mit dem Kanal, was ja auch im Plan ist, worauf ja die USA ja auch sehr empfindlich reagieren. Aber wie siehst du das letztendlich? Ich sehe die Gefahr auch, so wie du sagst, dass sich dieser Konflikt, der jetzt mit der Ukraine ist, dass sich der auch kurzfristig nach Lateinamerika verlagern kann, weil die USA dort ihre Fälle wegschwimmen sehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass sich die USA finanziell und militärisch übernimmt, also mit diesen Unterstützungshilfen für die Ukraine, dass dieses in Lateinamerika in diesem Umfeld nicht umsetzbar ist. Wie siehst du das? Ist da eine gewisse Entwarnung oder darf man dieses Potenzial nicht unterschätzen? Ja, daneben. Das Thema heute war ja, verlieren die USA ihren Hinterhof. Und zum Schluss, glaube ich, in den letzten Ausführungen und in Bildern wurde ja gezeigt, dass es mehr um den Hinterhof der USA geht. Denn wenn ich allein an die Belt and Road-Initiative denke und ich verneide bewusst den Begriff Seidenstraße oder neue Seidenstraße, weil das eigentlich ein ganz anderer Hintergrund ist. Das war damals der Austausch zwischen Europa und asiatischen Ländern, China, die Gewürze, die von da kamen. Aber Europa hat kaum was in der Umrichtung geliefert, während diese Road and Belt-Initiative ja genau darauf angelegt ist, die Länder des sogenannten globalen Südens untereinander zu verbinden. Denn die jetzigen Verkehrswege beruhen doch immer noch auf den alten kolonialen Strukturen, Bergwerk oder Latifundium, Straße oder Bahnlinie zum Hafen und dann nach Europa oder in die USA zu den alten Kolonialmächten. Und genau das soll mit der Road and Belt-Initiative durchbrochen werden. Und deshalb sind ja auch alle afrikanischen Länder daran beteiligt. Das kam heute ein bisschen am Rande bei dieser Road and Belt-Initiative. Das ist das Entscheidende, glaube ich, dass es nicht allein um die Hinterhof nach Amerika geht, sondern um eine völlige Umgestaltung der internationalen Kräfteverhältnisse. Dass der globale Süden sich aus dieser bisherigen Abhängigkeit befreien will. Das ist, glaube ich, die große Sache dabei. Und vielleicht unter anderem zu der Militarisierung der Außenpolitik. Jetzt erst vor kurzem sind Vereinbarungen getroffen zwischen den USA, Ecuador, Peru und Uruguay, jeweils 1500 Spezialkräfte dorthin zu schicken, wobei in Peru und Ecuador diese aktuelle politische Grauzone genutzt wird. Denn Lasso ist zwar noch präsent, aber er kandidiert nicht wieder. Am 22. sind jetzt Wahlen, da kann es alles umgehen. Genau in Peru, die umstrittene de facto Präsidentin Baluarte, er hat das gemacht. Das einzige, wo es parlamentarisch oder von einem legalen Staatschef durchgedrückt wurde, ist Uruguay, aber auch am Parlament vorbei, das ist hinterher ins Haus gekommen. Und das ist der eine Aspekt. Genau. Und wobei noch anzumerken ist, dass Ecuador eine Verfassung hat, die ausdrücklich ausländische Stützpunkte verbietet. Auf dem ecuadorianischen Territorium verbietet. Ja. Und trotzdem haben viele Dateien gelassen. Länder, Venezuela auch. Und ich sehe noch eine andere Gefahr. Ein bisschen kürzer vielleicht. Ja, vielleicht könntest du noch was sagen. Argentinien und Argentinien ist speziell und China auch die Rechtsentwicklung, die ganz starke Rechtsentwicklung. Und wenn der Milei in Argentinien die Präsidentschaftswahlen gewinnt, dann sieht das ganz anders aus, als hat haben die USA wieder einen ganz engen Verbündeten in Argentinien. Und ähnlich sieht es ja aus in Chile, wo der Kast drauf lauert, wieder an die Regierung zu kommen, denn er beherrscht den verfassungsgebenden Prozess jetzt voll und ganz. Vielleicht könntest du da noch zu was haben, zu dieser Gefahr von rechts her.
Okay, dann haben wir hier noch hinten eine Frage und dann... Ach so, wieder. Noch eine Frage. Nee, also der Hinterhof. Bitte. Die USA, das war schon sehr lange. Über den Hinterhof, das ist die EU. Das ist eine offizielle Meinung. Ja, vielleicht. So, da hinten ist noch eine Frage und dann geben wir an Rainer die Möglichkeit zu antworten und weitere Dinge darzustellen. Bitte, Rainer. Wo ist Mega Radio aktuell? Ja, anschließend an meinen Vorredner hätte ich auch eine Frage zu Millet, wenn der jetzt die Wahl gewinnen sollte. Ja, jetzt ist die Frage, ist er rechts, ist er ultrarecht oder ist er libertär? Es gibt ja verschiedene Einschätzungen, aber meine Frage bezieht sich eher ökonomisch auf seine Dollarisierung. Er hat ja jetzt schon gesagt, er wird den Peso so halb abschaffen und dann direkt an den US-Dollar koppeln. Daraufhin wird es wohl auch eine Wirtschaftskrise geben, aber in seiner, der ist ja auch Ökonom, in seiner Lehre ist das so, nach dieser Krise kommt dann der allgemeine Wohlstand in Frage. Genau, wenn Sie mir das mal beantworten können, wie weit Sie da wissen, was diese Peso-Dollar-Geschichte wird, mich mal interessieren, ob Sie glauben, ob man damit Argentinien wirtschaftlich stabilisieren könnte. Wir haben auch immer wieder mit Währungskrisen zu kämpfen. Das sind da PP, ne? 2001 zum Beispiel, Währungskrisen. Okay. Dankeschön. So, jetzt haben wir eine Menge Fragen. Wir machen das so, dass wir jetzt eine Runde geben, also die Antwortmöglichkeit natürlich für 10 Minuten ungefähr für Rainer und dann nochmal eine Runde, wo Fragen gestellt werden können, dann nochmal eine Antwort, ja. Dann war das so. Okay. Ja. Also jetzt die erste Frage, ob Sozialismus innerhalb dieser Absprachen eine Rolle gespielt hat zwischen China und Lateinamerika, also gar nicht. Ja. Also sie sind völlig ideologiefrei. Also ich habe das auch gemerkt, als dieser Besuch kam aus China, der doch einen gewissen Einfluss auf die Außenpolitik Chinas hat oder Einblick zumindest, dass sie also vor allen Dingen wirtschaftlichen Wettbewerb wollen. Also er sagt immer brav Handel treiben, hat er wortwörtlich gesagt. Wir wollen alle brav Handel treiben und sonst nichts, ne? Und wir werden sehen, wer mehr leistet, der gewinnt auch, ne? So in der Richtung. Also sie sind in der Richtung völlig ideologiefrei und sie wollen auch keinerlei politisches System irgendjemanden aufzwingen. Ja, ja, das war kurz geantwortet. Also interessant ist diese Frage zur militärischen, dass die USA sich militärisch übernehmen. Das sieht man ja auch jetzt gerade im Nahen Osten, ne, dass da schon wieder in Frage steht, ob sie weiter, da spielen natürlich innenpolitische Fragen in den USA eine große Rolle, Militärlieferungen weiter so wie bisher in die Ukraine vollziehen. Und ja, das könnte durchaus möglich sein, dass sie sich militärisch übernehmen, aber es gibt ja diese Tradition und die Streitkräfte in Lateinamerika sind eben institutionell wirklich eingebunden in die US-Streitkräfte. Und dass die ein eigenes Süd- und Nordkommando haben, das alleine zeigt das schon. Es gibt da Verträge, ne? Also die sind dem auch untergeordnet und in der Befehlsgewalt untergeordnet. Das sagt ja auch die Laura Richardson. Sie sagt, das ist das Einzige, wo wir China wirklich überlegen sind. Wir können in Lateinamerika militärisch operieren, was China so nicht kann. Wir können gemeinsame Übungen, also sie hat auch 23 geäußert, sie werden demnächst 9 große Militärmanöver machen, ja, mit den lateinamerikanischen Streitkräften. Das kommt uns auch bekannt vor, gemeinsame Militärmanöver, ne, NATO-Manöver in Europa, mit den lateinamerikanischen Streitkräften, ne? Und das kann China nicht. Die können keine Manöver machen in Lateinamerika, weil sie gar nicht diese Beziehungen haben. Es gibt ganz wenige Verträge. Es werden einige wenige Militärs in China auch ausgebildet. Aber das ist zu vernachlässigen, ja, im Vergleich zu den USA. Das ist ganz wenig. Oder auch im Vergleich zu Russland. Also man muss auch sagen, dass die lateinamerikanischen Regierungen auch das ein bisschen ausspielen. Ja? Also den Einfluss Chinas, der natürlich auch steigt und eine gewisse Abhängigkeit da auch entstehen ist, dass sie das dann auch wieder durch Russland ausgleichen wollen. Ja? Und mit den USA und mit Europa. Ja? Es gibt ja auch ein CELAC-Europa-Forum, aber das EU-Forum. Ja,
Also mit dem Übernehmen der Streitkräfte, das ist ein interessanter Gedanke. Ja, da muss man weiter drüber nachdenken, ne? Ob das, also sicher, so wie es mal war, diese militärischen Interventionen der US-Streitkräfte, direkten Interventionen, ist schwierig. Aber was du gesagt hast, ja, das lässt ja aufhorchen. Ne? Also darüber hatte ich auch neulich gelesen, dass 1000 Militärs, US-Militärs direkt in Ecuador, in Peru und Uruguay stationiert werden. Also in Uruguay, das ist ja eigentlich ein neutrales Land. Ja? Man sagt ja immer die Schweiz Lateinamerikas, eigentlich ein Unding. Und es gab riesen Proteste in Uruguay dagegen, weil sie sagen, also wir sind ein unabhängiges Land und wie kommt die Regierung dazu, per Dekret zu veranlassen, ohne im Parlament das zu diskutieren, dass so viele Militärs aus den USA direkt, und das läuft alles über Drogenfahndung. Ja, also es gibt ja diese Drogen, die DEA und noch eine andere Drogenbehörde der USA, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, über die das läuft. Und das ist der Vorwand, also Drogenfahndung. Ja, ja, aber es sind richtig Militärs mit aller Ausrüstung. Ja. So, Hinterhof, Verkehrswege. Was hast du gesagt? Ja, dass die alten kolonialen Verkehrsstrukturen eben tun. Ach so, da, ja, das ist auch ein sehr interessanter Gedanke. Also, ja, sehr interessante Gedanken durch diese Belt and Road Initiative, dann, dass es sich umkehrt, ne? Dass man eigentlich, dass der Name neue Seidenstraße nicht dem gerecht wird, dem Inhalt gerecht wird, ne? Dass erst abgezogen wurden Ressourcen aus China nach Europa, ne? Und dass es jetzt umgekehrt ist, der Einfluss von China eben stark ist, ja, in diesen Ländern, wo diese Initiative, und zwar machen sie das auch so, dass sie in kleinen und armen Ländern investieren, die immer vernachlässigt werden, weil sie ja für das Privatkapital nicht viel bringen, ne, und auch keine Sicherheiten bringen für Privatkapital. Aber wenn das über staatliche, über diese Bailouts abgesichert und abgefedert wird, ist das schon was anderes. Da haben sie auch eine Garantie, dass tatsächlich das bezahlt werden kann. Also das ist wirklich interessant, ja. Also dass die Chinesen ganz klug das alles miteinander verschränken, ja. Also Investitionen, Handel und Kredite. Es ist eben staatlich geplant und die haben den Überblick, während wenn private Initiativen, also gerade im Neoliberalismus war das ja so, dass der Staat sich absolut zurückgehalten hat in diese Richtung, also mehr das Militärische übernommen hat, ne, das abzusichern, militärisch, und interveniert hat. Aber wenn man das so miteinander verknüpft und institutionell absichert, hat es eben auch einen gewissen Vorteil. Ja, ja, und dann Milei ist eine richtige Gefahr in Argentinien, weil es gibt ja auch noch diese andere Partei, die rechte Partei. Und wenn die jetzt abstimmen, Massai ist praktisch auch mehr der rechte Teil der Peronisten. Und es ist, also auf alle Fälle wird es eine Rechtsentwicklung geben. Also selbst wenn Massai gewählt wird und alle Linken in Argentinien sagen, wir müssen jetzt alles tun, damit Massai gewählt wird, obwohl wir den nicht mögen, aber der muss jetzt rankommen gegen die extreme Rechte. Ja, also Milei ist wirklich extrem rechts. Ja. Das ist eine richtige Gefahr, der wird also auch mit Trump verglichen, mit Bolsonaro verglichen, also so das gleiche Kaliber, aber eigentlich auch noch gefährlicher, weil er ist sehr intelligent und begabt und kann wirklich Massen ansprechen. Und wir haben ja ein Phänomen, das haben wir ja überall auf der Welt, dass also Leute heute über Fake News beeinflusst werden. Das ist ein neues Phänomen. Und gerade in Lateinamerika, dass viele Arme auch, ne, und die ausgebeuteten Schichten und die betroffenen Schichten gegen ihre Interessen wählen.
Also die neuen Regierungen, wenn man diese rote Welle oder rosa Welle, die wir jetzt so als solche bezeichnen, das war ja immer ein hauchdünner Sieg der linken Regierungen. Und die rechten Kandidaten, also die Extremen auch rechts waren, wie Kast in Chile, können jederzeit da rankommen als nächstes. Ne? Weil diese Massen von Menschen, die apolitisch geworden sind, die wenig aufgeklärt sind, sich informieren über die sozialen Medien und oft nicht lesen und schreiben können. Es ist extrem, wie der Neoliberalismus dazu beigetragen hat, dass viele Menschen also dort nicht mehr lesen und schreiben können, und aber alle Handy haben und übers Handy informiert werden. Also das ist ja dasselbe wie bei uns. Da werden Nachrichten einfach gesprochen und ja, Filme gezeigt und die glauben dem einfach. Ne? Ja, das ist bei uns auch das Phänomen. Ne? Aber dort ist es extrem, weil die Leute auch nicht, sich gar nicht mehr informieren können. Ne? Und eben gerade die Armen oder die Indigenen gegen ihre eigenen Interessen zu großen Teilen wählen. Also die Indigenen noch weniger als in den Städten, in den Armensvierteln. Und ich habe das in Chile zum Beispiel erlebt. Also die Armensviertel, das ist, also es ist, das kann man sich nicht vorstellen. Also das Land mit den größten sozialen Widersprüchen überhaupt in der Welt. Man sieht im Zentrum also glänzende Fassaden und denkt, Mensch, also die sind eigentlich weiterentwickelt als wir oder so. Mein Gott, was hat man nur? Entwicklungsland, also davon ist nichts zu sehen. Und dann geht man in die Armensviertel. Also, und dort ist es eben so, dass sie wirklich in Papphäusern leben, aus Pappe. Und wenn es regnet, dann brechen die in sich zusammen und das ist an Abhängen und so. Also es ist wirklich verheerend. Und dann sieht man, dass die ganze Umgebung von den Hauptstädten, also von Santiago de Chile oder Valparaíso, die sind umgeben mit diesen Armenvierteln. Ja? Das hört überhaupt nicht mehr auf, das ist wie eine Landschaft. Ne? Also solche, so die Menschen, die da leben, ja, die erfahren übers Handy, der und der ist schlecht und der ist gut und da gibt es gar keine Diskussion und kein Widerspruch und das glauben die dann auch. Ne? Und sie suchen ja auch etwas, wo sie sich anlehnen können. Ja. Ja. Ja, das war eigentlich... Ja, wir haben nochmal die Möglichkeit, eine weitere Runde zu machen. Es gibt nochmal eine Wortmeldung, zwei, drei. Ich mache das mal jetzt in einer anderen Reihenfolge. Wir warten jetzt gerade hier das Letzte dran. Da ganz hinten eine und dann kommt noch mal, kommen Sie nochmal und Carsten. Ja, bitte. Ja, du hattest ja die Separatisten erwähnt mit ihrem Verhältnis zur Natur und Umwelt. Und mich würde mal interessieren, ob das eine große Rolle spielt insgesamt. Solche oder ähnliche Weltanschauungen in Lateinamerika, Südamerika oder ob die Menschen dort doch eher technikgläubig sind und damit auf industrielle Entwicklung gesetzt wird. Und das Zweite ist, Teil der sozusagen alten Kolonialstrategie besteht ja darin, die Meereswege zu beherrschen, weil an den Küsten A die Mehrzahl der Bevölkerung lebt und B halt die Häfen sind. Und deshalb spielt ja in Afrika zum Beispiel eine große Rolle die Entwicklung von Eisenbahnen, die die Länder innerhalb des Kontinents verbindet, weil die können ja im Moment noch nur über die Häfen außenrum miteinander Handel treiben. Gibt es da ähnliche Entwicklungen, vielleicht im Rahmen der Belt and Road Initiative für Südamerika? Ja, also ich möchte nur mal insofern ergänzen, was du gesagt hast, also praktisch belegen, dass China in ihren Beziehungen zu Lateinamerika nicht nur, ich sage das mal, die Ressourcen, die dort sind, an Rohstoffen nutzt, sondern auch Entwicklungshilfe macht. Wir sind durch unsere Solidaritätshilfe mit Medizin nach Venezuela ja öfter, jedes Jahr mindestens einmal vor Ort. Und wir haben es live gesehen, auch als Wahlbeobachter, dass China im Rahmen des Wohnungsbauprojektes, was Hugo Chavez seinerzeit ja angefangen hat, die Wohnhäuser gebaut hat. Ich habe die selber gesehen, so zwischen
22, 57 Quadratmeter groß für 4 Personen ausbildet. Sie haben mittlerweile trotz Embargo über 5 Millionen Wohnungen gebaut für die Bevölkerung. Und wenn man das mal 4 nimmt, sind das schon 20 Millionen bei etwas über 30 Millionen Einwohner. Also das muss man mal auch ins Auge fassen. Und die Wohnungen sind, wie gesagt, top ausgestattet für die Verhältnisse für vor Ort gesagt. Also das möchte ich nochmal untermauern. Und es ist auch so, in China, in Venezuela zum Beispiel, fahren viele chinesische Autos. Die Teile werden aus China geliefert und die Leute sind vor Ort ausgebildet worden, um die dann entsprechend zusammenzubauen. Vielleicht kannst du da diesbezüglich noch andere Beispiele nehmen, auch in anderen Ländern Lateinamerika, dass so auch Leute, mit denen China Kontakt hat. Und meine Frage geht dahingehend eigentlich, trotz der Kooperation Russland und China sind sie ja auf dem Weltmarkt ja auch mit, Konkurrenten. Kann man das vielleicht so klar so sagen, dass Russland vielleicht so den militärischen Part, also die Absicherung der Lateinamerika nimmt und sich, das sind lateinamerikanische Länder, sich von den USA nicht mehr so bedroht fühlen und China, ich sag mal, den wirtschaftlichen Aufbau, sozialen Aufbau mit unterstützt? Kann man das so klar sagen? Oder? Also das Russland, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, das letzte, dass Russland das als Ausgleich. Ja, oder dass die mehr investieren für die Sicherheit. Ja, also ein Schutzschild für die Länder Lateinamerika gegenüber von den USA, also was die USA mit Intervention mehr da Erfolg haben können und China im Prinzip die Wirtschaft der Länder dort. Man das so ganz eine Art Arbeitsteilung. Ja, glaube in der Richtung, ob man das so klar sagen kann, ja. Ganz vorsichtig. Ja, ich habe noch eine Wortmeldung, ich habe mich auch noch aufgeregt. Ja, wir haben ja etliche Länder erwähnt, wenn jetzt von Lateinamerika gesprochen wurde, Argentinien, Mexiko. Aber ein Land wurde nicht erwähnt, wo ich glaube, spielt eine große Rolle, Kolumbien. Ah ja. Für mich ist da ganz interessant, und da hätte ich gerne meine Meinung dazu gehört. Kolumbien hat ja zum Beispiel im Drogenkrieg jetzt das Paradigma vollkommen geändert. Ja. Pedro hat vor der UNO erklärt in seiner Rede, ihr Abnehmerländer im Westen, ihr müsst dafür sorgen, dass dort keine Drogen verbraucht werden. Ja. Dann brauchen meine Bauern auch keinen Koka anzubauen. So muss man rangehen. Seine Auffassung. Das macht Obrador auch so, also in Mexiko. Luis Obrador macht das genauso, ja. Also der sagt auch, also gerade in Mexiko ist er besonders betroffen. Aber gerade ist das wichtig, wenn ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht immer die Drogen konsumiert. Ja, das ist ja wichtig, weil ja die USA, gerade in Drogen kann man Vorwand nehmen, militärisch präsent zu sein in den Lateinamerikanischen. Ja. Und der zweite Punkt ist jetzt ganz aktuell. Pedro aufgrund, also der kolumbianische Präsident, aufgrund der Erfahrung von fast 80 Jahren Bürgerkrieg im Lande, ist sein Hauptziel Frieden. Und da tritt er ja auch als Vermittler auf oder als Bänder für Verhandlungen, Kriegsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Aber sagt zugleich, Russland, Ukraine und Israel und Palästina. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, wenn das ein kolumbianischer Präsident sagt, hat es für seine Wertung, seinen Wert. Und dazu hätte ich gerne mal noch vielleicht Näheres gehört, wie du das so einschätzt. Ja, vielen Dank. Ich habe selbst noch zwei Fragen. Du hattest gleich am Anfang erwähnt, also diesen Kanal durch Nicaragua, der eine Alternative zum Panama-Kanal ja sein könnte. Also, und da wurde in der Presse berichtet, auch im Fernsehen, das ist allerdings schon 2-3 Jahre her, dass man da schon Vermessungspunkte gefunden hat, angeblich von einer chinesischen Firma. Und das Projekt ist dann irgendwie wieder aufgegeben worden, man hat das nicht weiterverfolgt. Also die Möglichkeit bestünde ja geografisch, also durch Nicaragua auch einen ähnlichen Kanal zu bauen, wie der besteht durch Panama, werde länger sein, aber würde auch Binnengewässer nutzen können und so weiter. Also, du sagtest ja, dass die Amerikaner da sehr darauf achten, dass dieser Kanal also nicht gebaut wird. Und
Da gibt es offensichtlich also wieder entweder Verzögerung oder hat man das ganze Projekt aufgegeben. Das war ja einer der großen chinesischen Infrastrukturprojekte. Mhm. Und in dem Zusammenhang war auch lange die Rede davon, dass in Kuba der Hafen, oder ich glaube der Hafen von Havanna, Stadt Mariel. Was? Mariel. Mariel, ja. Also eine andere Stadt, also ausgebaut werden soll, also als Drehscheibe für Containerschiffe aus China, die dann also Binnenschiffe oder kleinere Schiffe, die in der Karibik und dann in Lateinamerika die Verteilung übernehmen. Was ist aus diesen beiden Projekten geworden? Also das waren ja doch gigantische Infrastrukturvorhaben, die China hatte. Vielleicht kann man da noch was zu sagen. So, jetzt gebe ich der Rainer das Wort. Ja, hoffentlich kann ich jetzt meine Schrift lesen. Also, sabbatistisches Verhältnis zur Umwelt. Ja, also die Sabbatisten sind ja für viele Linke, auch in Deutschland, eine Riesenhoffnung. Aber das wird natürlich unterschiedlich interpretiert. Also oftmals in eine anarchistische Richtung, wobei ich finde, dass die Sabbatisten das sehr gut vereinbaren, also vereinen Anarchismus und Sozialismus, ja, miteinander, oder Marxismus und Anarchismus gut miteinander vereinen. Und sie haben ja in dem Gebiet, in dem sie agieren, wirklich eine andere gesellschaftliche Organisation entwickelt. Also wirklich eine Basisdemokratie. Und es wäre natürlich wunderbar, eine richtig echte Demokratie, eine Basisdemokratie, also partizipative Demokratie, nennen sie das auch, wenn das überall der Fall wäre. Das könnte eigentlich das ideale Ziel sein. Aber das ist natürlich eine ländliche Gemeinschaft und man kann das natürlich überall auch installieren. Das hat man gesehen, dass es auch in Argentinien in den Städten der Fall war, als dort die große Krise war, dass man, also 2001, 2002, dass die Piqueteros ähnliche Verhältnisse installiert haben wie die Sabbatisten in der Stadt. Ja, aber ich glaube, davon ist man noch weit weg. Oder vielleicht kann es auch nie passieren. Aber es ist so ein Traum. Ja. Und dazu gehört natürlich auch die Natur. Die Natur, also Sie reden ja von Mutter Natur, die man nicht überansprechen kann, nicht ausbeuten kann, sondern in Vereinbarung mit der Natur leben kann. Und das ist natürlich was völlig anderes als diese riesen Entwicklungsprojekte, die wir auch jetzt durch China und Russland installieren. Es ist ein großer Widerspruch zwischen diesem Herangehen einerseits von China und Russland und den USA und den Ländern, den Regierungen in Lateinamerika an die Natur, als dass die Sabbatisten machen. Aber gerade Lula hat sich sehr stark engagiert in Umweltfragen. Ne? Er hat ja also dieses Amazonas-Projekt vorangetrieben, macht sehr viel. Wie erfolgreich das jetzt sein kann, weiß ich nicht. 50% weniger Erfolg sind im Amazonas-Gebiet. Ja. Also es hat schon wirklich in der kurzen Zeit also riesige Ergebnisse gebracht und gezeigt. Also beweist das, dass man das auch als Staat und als großer Staat machen kann. Also nicht nur im Kleinen, wie die Sabbatisten das eben auch anstreben. Das geht halt bei ihnen nur so, obwohl sie ja auch mexikoweit agieren, weil sie über diesen Indigena-Kongress überall verankert sind, im ganzen Land, ja, in allen Indigenen, aber einen sehr starken indigenen Bezug haben zur Natur. Aber Lula hat eigentlich bewiesen, dass es auch geht, schon jetzt geht, wenn man das als Staat tut. Ne? Also die Sabbatisten lehnen ja Staatlichkeit so ab. Ne? Sie wollen ja Basisdemokratie von unten, kommunale Demokratie. Das sind zwei Projekte, die Aussicht haben und sehr wichtig sind für alle, auch für uns, ja? Also wenn es um Umwelt geht. Und technisch gläubig, also viele sind wirklich technikgläubig,
in Lateinamerika, zum Beispiel in Mexiko, ja, dieser Tren Maya, also der Maya-Zug, ein Riesenprojekt, Entwicklungsprojekt, was eben sehr viel Umwelt zerstört und Indigene vertreibt von ihren Territorien, da ja eine Zugverbindung über in Yucatan zum Beispiel, also zwischen, das soll ja als Tourismusprojekt gestartet werden, nicht nur der, die Zuglinie ist und da kilometerweit Urwald abgeholzt wird, sondern eben auch da Wasserkraftwerke entwickelt werden und ganze Städte entstehen, ne? Also im Zusammenhang mit diesem Projekt. Und genau dagegen sind auch die Zapatisten, ganz stark gegen diesen Tren Maya. Ja, ja, aber auf der anderen Seite ist wieder so, dass natürlich Mexiko viel Geld einnimmt über dieses Projekt und dann wieder stärker gegenüber den USA wird. Das ist so ein Dilemmata. Ja. Meereswege beherrschen, also da kann ich jetzt nur sagen, das ist ein Teil der Belt and Road Initiative. Mehr, also werden viele Hafenanlagen gebaut und zum Beispiel auch zwischen Argentinien, Uruguay und Paraguay eine Wasserstraße entwickelt durch China. Also es geht schon auch immer um Wasserwege, ne? Aber natürlich auch von Japan aus, also vom der Pazifik aus und von den USA. Also, und da fällt auch das rein, was du gesagt hast mit den Kanälen. Also geostrategisch unheimlich von Bedeutung, dass der Atlantik mit dem Pazifik verbunden wird, was jetzt der Panama-Kanal praktisch hergibt, wo auch die USA eben stark drin waren und noch sind. Ja, aber der ist inzwischen auch veraltet und dann laufen Verträge aus der USA und man überlegt, wo man noch solche Verbindungen zwischen Pazifik und Atlantik anlegen kann. Da ist nicht nur das in Nicaragua von Bedeutung, sondern auch in Mexiko. Da gibt es auch so eine enge, wie heißt das? Tehuantueque. Ja, ja. Und ein Entwicklungskorridor, der dort errichtet werden soll, auch ein Projekt von López Obrador von Mexiko, ein riesen Entwicklungsprojekt gegen das, also die Indigenen und, also es ist auch ein Gebiet, wo sehr viele Indigene leben, zu Felde ziehen. Ne? Also diese Kanäle sind eben ja auch Zerstörung von Natur, ne? Und Vertreibung der Bevölkerung. Also das ist immer damit verbunden. Entwicklungs... Zwischen deinen Küsten gemacht oder ein ähnliches Projekt taucht jetzt in Honduras auf. Ah ja, in Honduras. Also Eisenbahnstrecken zwischen den beiden, ja, ja, ja. Ozean und kein Kanal, als Alternative zu einem Kanal. Ja, in Zentralamerika überhaupt, ne? Diese ganze Korridor, Entwicklungskorridor in Zentralamerika, wo es eben immer darum geht, beide Ozeane zu verbinden. Ja, China und Russland, Arbeitsteilung. Hat darüber so noch gar nicht nachgedacht. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, ne? Weil es ja viele militärische Verbindungen zwischen Russland, aber das greift wahrscheinlich auch auf die historischen Wurzeln der Sowjetunion zurück und China sich also militärisch nicht engagiert in diesen Gebieten. Also das hat auch nochmal der Spezialist betont aus Hongkong. Und ja, die Drogenpolitik in Kolumbien ist tatsächlich, ja, Kolumbien ist ja ein Land gewesen, was große soziale Bewegungen hatte in den 80er Jahren und dann so eine Art Putsch stattgefunden hat und die sozialen Bewegungen wirklich niedergeknüppelt worden sind. Und in ein Schlaf, und da ist ja auch die FARC und alles, ne, also in dieser Zeit, also schon vorher entstanden, aber groß geworden, ne? Und andere Partisanengruppen groß geworden. Und haben ganze Landesteile beherrscht, nicht mehr der Staat. Und der Drogenhandel
so hochgeschossen in dieser Zeit. Und die Drogenpolitik, Antidrogenpolitik war immer ein Eingangstor der USA in Lateinamerika. Ne? Diese Besprühungen, die stattgefunden haben, alles von Militärs ausgeübt. Und da wurden ja ganze Landstriche vernichtet dadurch. Also und dass die Militärs erstmal da waren, vor Ort waren, die gesagt haben, ja, wir sind die Drogenbekämpfungsbehörde, wir können das, wir haben Erfahrung. Und eine Militarisierung der Drogenbekämpfung, ein Krieg gegen die Drogen sogenannte, und der hat nur dazu geführt, also dass die Drogenmafia immer mächtiger wurde. Die ist übrigens in Kolumbien nach wie vor mächtig, obwohl große Kartelle zu schlagen worden sind. Die sind dann ausgezogen zum großen Teil nach Mexiko. Das wurde dann das Drogenland nicht Nummer eins, denn das ist Kolumbien geblieben, dann auf einer anderen Ebene. Und Ecuador jetzt, ne? Also Ecuador war bisher nicht so. Übrigens in Chiapas hat sich auch die Drogenmafia ausgebreitet, was vorher überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Okay, aber Kolumbien sagt, also es hat alles nichts unter dem progressiven Präsidenten Petro, es hat alles nichts gebracht, ja, diese Militarisierung der Drogenbekämpfung. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir müssen dort ansetzen, wo der Verbrauch ist. Und das ist eben auch die Frage, wer hat hier das Sagen? Also die USA intervenieren dort, beherrschen diese Länder über die Drogenbekämpfung und dann selber verbrauchen sie die Drogen und regen das immer wieder mehr an. Also es muss wirklich bei den Verbrauchern auch anfangen, ne? Dass also Programme entwickelt werden, um den Drogenkonsum einzuschränken. Denn der Drogenkonsum findet nicht in diesen Ländern in erster Linie statt, findet natürlich auch statt, aber nicht in erster Linie, sondern der Anbau. Und es leben ja ganz viele arme Menschen vom Drogenanbau. Und dann muss man auch sagen, dass Drogen zum Beispiel für Bolivien eine Rolle spielen, ja, dass sie also das für medizinische Zwecke gebrauchen seit alters her und auch dafür eingetreten sind, dass das anerkannt wird, also international über die UNO und so, ne? Also die haben ja zum Beispiel in Uruguay, werden Drogenverkauf erlaubt, die sind da sehr fortschrittlich, aber natürlich nur bestimmte Drogen, nicht die harten Drogen. Ne? Also das, und das strebt jetzt auch Kolumbien an und da hat es natürlich Petro unheimlich schwer, weil die Rechte im Gewehr bei Fuß steht und genau das dann aufgreift und sagt, guckt euch mal an, der ist für Drogen. Ne? Also das ist, Drogen ist so ein großer Streitpunkt in Lateinamerika. Die Kanalprojekte, da bin ich schon drauf eingegangen, in Nicaragua, zuerst hat es auch die USA gehabt, dann hat sich China da drauf gesetzt. Das ist dann verzögert worden und ich habe also gehört, dass jetzt wieder neu aufgenommen wird, die Verhandlungen zu diesem Kanalprojekt in Nicaragua. Also das ist nicht vom Tisch. Das sah mal so eine Zeit lang aus. Ich weiß nicht, ob du da konkretere Informationen hast. Das Interessante ist, als damals das Projekt von einem chinesischen Unternehmen initiiert wurde, hatte Nicaragua diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Und erst seit 2 Jahren hat ja Nicaragua Beziehungen zur Volksrepublik. Und dadurch ist die Konstellation jetzt etwas anders. Ja. An sich gut erstmal das Projekt, weil ich weiß. Also ich habe gehört, dass das wieder aufgenommen wird jetzt, ne, dieses Projekt. Und dann Kuba, also in Kuba ist der chinesische Einfluss meines Erachtens, als ich dort war, aber das war schon das letzte Mal, war es 2006 in Kuba, ich bin kein Kuba-Spezialist, ja. Da war schon alles irgendwie chinesisch, also besonders die Betonindustrie war chinesisch und die Tourismusindustrie war chinesisch, habe ich dann gesehen. Also sehr viel Einfluss von China auch in der Industrie. Marielle, dieser Hafen, das soll ja auch eine Freihandelszone sein, ne? Ist eine Freihandelszone. 450 Quadratkilometer. Ja, ja.
Das ist auch so ein Riesenentwicklungsprojekt von China in Kuba. Ja, also die Kuba-Spezialisten sitzen hier, die wissen besser Bescheid. Und Zentralamerika, da ist nicht ganz so mein Thema. Ich bin mehr Mexiko und Argentinien und Brasilien Spezialistin, weniger immer die Großen. Also weniger Zentralamerika, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Ja, ist historisch gewachsen bei mir. Ja. Hey, vielleicht darfst du sagen, also der Hafen Mariel ist tatsächlich so konzipiert worden, dass die großen Containerschiffe, die XXL, die schon gar nicht mehr durch den modernisierten Panama-Kanal passen, dass die dann durch dieses Nicaragua-Kanalprojekt passieren sollten und Mariel anlaufen sollten in Kuba und von dort aus dann die kleineren Schiffe die Sachen verteilen. Interessant ist noch, dass der Hafen, dieser Tiefseehafen Mariel, von der brasilianischen Firma Odebrecht mit brasilianischen Krediten gebaut worden war. Und als Odebrecht in den großen Skandal kam, die haben ja überall die Leute gestochen, damit sie Projekte von Staatsdienten bekommen, um Straßen zu bauen und sonst was, ist alles aufgeflogen. Da ist es ein ehemaliger Staatspräsident, das ist ein Gefängnisbesucher, haben Selbstmord begangen, in Peru zum Beispiel. Wenn da in Kuba irgendein Beschenkungsgeld geflossen wäre, da hätte sich die Weltpresse drauf gestürzt. Aber offensichtlich hat man nichts gefunden und Kuba hat sich ganz schnell beeilt, gerade nach dem Sturz von Rousseff, die Kredit zurückzuzahlen, um dann nicht in eine missliche Situation zu kommen. Aber der Hafen als solcher existiert, funktioniert. Alle Containerschiffe, die zum Beispiel hier von Deutschland nach Kuba gehen, sei es also in Richtung Westteil, gehen alle nach Mariel und die alle nach Santiago. Also es ist ein grundsätzliches Dilemma, ne? Also diese großen Entwicklungsprojekte, die die Länder natürlich erstmal stärken gegenüber den USA, die gefördert werden von Russland und von, also Russland auch, ne? Atomkraftwerke fördert auch Russland, investiert, aber auch vor allen Dingen von China, stärken diese Länder gegenüber den USA, auf der anderen Seite zerstören sie wirklich Umwelt und sind da eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Man möchte ja eigentlich mehr lokale Energiegewinnung haben und lokale Versorgung fördern und so. Das ist ja eigentlich am umweltfreundlichsten und am modernsten. Ne? Das ist das, was die Sabbatisten fördern. Und das, was mir ehrlich gesagt auch am sympathischsten ist, aber das ist ein Dilemma und ich glaube, das ist ein Dilemma unserer Zeit und das wird mal sich verändern, denke ich mal. Selbstversorgung wird bestimmt ein Thema, viel stärker ein Thema werden, auch für diese Länder. Also ich glaube, Lula, das ist wirklich ein ganz kluger Staatschef, der hat das schon verstanden und der macht das auch, ne? In dem Rahmen des Möglichen. Ja. Ja. Also leider bin ich jetzt nicht mehr zu den theoretischen Fragen gekommen mit den Imperialisten. Das ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Dass verschiedene, auch linke Wissenschaftler, sagen, dass also Russland und China und die USA also imperialistische Zentren sind. Und dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg ein innerimperialistischer Krieg ist und dass es innerimperialistische Widersprüche gibt und Kämpfe auch in Lateinamerika, also um den Einfluss in Lateinamerika. Und ich finde eben, das ist eine ziemlich oberflächliche Herangehensweise. Ich habe ja im Detail auch geschildert, wie China herangeht an Kreditvergaben zum Beispiel, ne? Und dass sie das insgesamt sehen, Handel, Kredit und Investition als Gesamtpaket und dass das doch eine andere Art von Investition ist. Also man muss, denke ich schon, unterscheiden zwischen postsozialistischen Kapitalismusentwicklung in China und in Russland. Also das ist sehr unterschiedlich, ne? Russland und China, also es ist Oligarchen gestützt in Russland und in China eben Parteien gestützt. Und stärker staatlich kontrolliert und Parteien kontrolliert in China und USA, die eine neoliberale Globalisierung eben einleiten, während China mehr eine integrative Globalisierung, also mit einbezieht, diese
den globalen Süden. Und verschiedene Multilateralismus und Multipolarität aufbauen will, also verschiedene Zentren, und das quasi die UNO regelt das Ganze. Ne? Während die USA mehr unipolar vorgehen, also dass sie als Zentrum zusammen mit ihren Verbündeten ihre Werte durchsetzen wollen, und ihre Werte heißt also, dass man sich ihren wirtschaftlichen, den Ressourcenabfluss in diese Zentren unterordnet. Ja, und ich finde, man muss das schon unterscheiden, und das ist für mich eben auch eine Frage, eine Art von Klassenfrage, ne, auf internationaler Ebene. Nicht nur geopolitisch, weil Geopolitik ja heutzutage modern ist, und da geht es aber mehr oder weniger ja nur um die Ausweitung im Raum, ne? Aber nicht um die eigentlichen Inhalte auch, ne? Ja, das wollte ich eigentlich noch am Schluss bringen, aber das ist viel zu viel. Ja, ja, die Imperialismusfrage haben wir ja auch schon mal diskutiert, beziehungsweise ja, schon bei mehreren Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Der Arnold Schölze hat ja mal zu Recht gesagt, es gibt also in der Linken, in der breitesten Linken, vor allem bei den ganz Radikalen, den Begriff der Inflation, der Imperialismus-Inflation, alles ist imperialistisch, alles China, Russland und so weiter, sodass man also sagen kann, nachts sind alle Katzen grau. Aber wir haben damit uns schon befasst, werden uns weiter damit befassen. Wir haben auch eine Veranstaltung künftig bzw. geplant für im November über die inneren Entwicklung Russlands und der Ukraine, und ich denke, dass die Diskussion, die am Anfang in die Richtung ging, es ist alles imperialistisch, also es ist ein Krieg zwischen Räubern, ja, dass das inzwischen also auch nicht mehr so thematisiert wird, dass diese Haltung also überwunden ist, dass man also klarer darauf blickt, dass die NATO den Krieg also vorbereitet hat, beziehungsweise also viele Anlässe geboten hat, diesen Krieg überhaupt erst möglich zu machen. Das ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten, denke ich, doch bei vielen erkennbar geworden. Und auch die Debatte um China, ich glaube, die relevantesten Teile der Linken, und also ich meine jetzt nicht die Partei, sondern gesellschaftlichen Linken, sehen das ja schon so, dass China also nicht den imperialistischen Weg geht, sondern eben jetzt droht, auch zu einem Opfer zu werden, beziehungsweise in diesen Stellungskrieg mit den USA hineingezogen zu werden. Da erkennt man doch schon, wer wen, ja? Also deutlicher als das vielleicht noch vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren war, dass man also anerkennt, also dass auch durch die BRICS-Erweiterung und viele andere Positionen zum Ukraine-Krieg, also die Länder China und Russland also eher zum globalen Süden gehören. Und der Domenico Lussodo hat ja schon 2016 gesagt, also Russland gehört zum erweiterten globalen Süden, und hatte seine Hoffnung vor allen Dingen auf China gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch für Lateinamerika von großer Bedeutung. Also das, dass man, und du hast ja das auch dargestellt, die Haltung Lateinamerikas, also der so gut wie aller Länder, also sich da rauszuhalten aus diesem Konflikt zwischen NATO und Russland, ist also auch ein Hoffnungszeichen, dass sie nicht mehr der Hinterhof sind, wie das heute das Thema ist. Ne? Das ist ja, also, ja, wir haben eine eigene starke Haltung. Ist, ja. Also sie verurteilen auch diesen Überfall, der hat ja nichts gebracht für Russland. Ja. Das sagen sie auch. Ne? Und haben, also verurteilen nicht, das ist jetzt das falsche Wort. Ne? Mhm. Also sie lehnen das ab und zeigen sich besorgt. Aber sie weigern sich, Russland zu verurteilen, weil wenn man jemanden verurteilt, dann ist es immer ein Akteur, den man verurteilt, und nicht eine Sache. Sie lehnen die Sache ab, aber verurteilen nicht das Land, weil sie durchaus die Sicherheitsinteressen von Anfang an bis heute, ja, obwohl sie so unter Druck gesetzt werden. Ja, also das ist erstaunlich, wie standhaft die Linken und Mitte-Links Regierungschefs in dieser Frage sind. Weil sie haben das selber erlebt. Ich habe die Bilder gezeigt von der Intervention. Nicht umsonst zeige ich es dir, weil das wirklich shocking ist, ja, was die USA da angerichtet haben auf dem Kontinent. Da muss man nur sagen, was haben sie hier angerichtet?
Ja. Ja. Okay. Wir haben 80 waren alle Friedensgruppen aus ganz Europa. Fast Hunderttausende in Brüssel. Und dann gab es den Friedensmarsch Kopenhagen, Paris gegen die Atomraketen der USA, die sie hier aufstellen wollten. Ja, an dem habe ich teilgenommen. Daher weiß ich das so genau. Ja. Und sie haben sich überall stationiert. Und darum geht es dann jetzt. Und jetzt sollten sie auch an der russischen Grenze stationieren. Ja, wir werden das weiter behandeln. Genau. In der nächsten Veranstaltung, dafür werde ich gleich noch was sagen. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Rainer Semmering. Ja, vielen Dank für eure Besuch. Informativ. Wir haben so viele Fragen gehabt und Details erörtert. Also eine sehr, sehr gute Veranstaltung aus meiner Sicht. Ja, danke schön. Ja, ja, gern. Ich will noch auf zwei kleine Punkte eingehen. Nicht jetzt inhaltlich, sondern nur organisatorisch. Wir werden versuchen, den schon am Anfang erwähnten Z-Artikel von der Redaktion zu bekommen. Ich habe da eigentlich ganz gute Verbindungen in die Z-Redaktion, sodass wir den Teilnehmern, also diesen wirklich guten und sehr informativen Artikel von Rainer aus der vorletzten Z vom Juni 2023 zur Verfügung stellen können. Das werden wir sicherlich machen. Also mit dem nächsten Newsletter werden wir das dann verschicken. Wir hoffen auf Megaradio, dass noch ein Bericht dort kommt. Also das ist ja unser ständiger Begleiter und Lautsprecher. Also wir weisen da gerne darauf hin und wir bedanken uns, dass dieses Medium uns hier so wahrnimmt und auch bekannt macht. Ich will noch auf die Bücher von dem Werner Rügemar hinweisen. Eine verhängnisvolle Freundschaft. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Veranstaltung am 1. September und es sind noch drei Bücher dort, die man erwerben kann. Ein bisschen billiger, als man sie sonst im Buchhandel bekommt, für 20 Euro. Und das Dritte, was ich aufmerksam machen möchte, ist: Die nächste Veranstaltung findet am 27. Oktober statt, also in 14 Tagen. Gleiche Sicherheit für alle. Gibt es Alternativen zur NATO? Eine ganz aktuelle Frage natürlich. Und ich will nur mal vorlesen, was die Linke in ihrem Programm hat. Also die Linke hat in ihrem Programm: Für die Linke ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Da wollen wir auch den Erhard Krome von der Rosa-Luxemburg-Stiftung fragen, welche Alternativen zur NATO in der breiten Linken diskutiert werden. Die übernächste Veranstaltung am 17. November mit dem Experten für Osteuropa, auch Dieter Segert, Russland und Ukraine im Vergleich innere und internationale Triebkräfte des Krieges, also eine Sicht auf die innere Situation der beiden Länder. Also uns bald wiedersehen am 27. Oktober. Dankeschön. Sagte abschließend die Historikerin und Lateinamerika-Expertin Professor Dr. Rainer Semmering beim Vortrag im MEZ Berlin am 13. Oktober 2023 zu ihrem Thema China ante portas in Lateinamerika, verlieren die USA ihren Hinterhof. Und damit schließen wir diese Mega-Radio-Reportage ab, wo ich für unseren Sender vor Ort war. Ja, und damit schließen wir auch den heutigen Montag ab, wo Sie bei unserem Sender live mit dabei und vor Ort waren sozusagen. Ich hoffe, Sie machen das gleiche morgen wieder. Dann geht's weiter. Bis dahin eine gute Zeit. Ihr Alexander Boos.